Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Die Fußballspiele laufen schon. Ich habe die Ehre, heute hier als Fußballchef Worte zu sagen, was wir, sprich nicht wir, sondern auch die Anhörung, die das Team, die Jugendabteilung auf die Beine gestellt hat. Und ja, es geht um das Stickerheft, das ein, denke ich mal, der Anni, ihr Lebenstraum war. Ja. Ich weiß ja nicht, was sie noch hier drüber hat, aber sie hat zu mir mal gesagt, es wäre immer mal schön gewesen, wenn ich in einem Stickerheft, so wie die großen Stars, mal stehen würde. Und ich habe gesagt, ja, Anni, wenn du das haben willst, wenn du das machst, wenn du das organisierst, ja, warum nicht, dann machen wir alle mit. Und so ist das auch entstanden. Und an dieser Stelle möchte ich mich mal gleich bei der Anni und Christian Andi Meindl, Stefan Schmidl auch herzlich bedanken für die Arbeit zusammen mit Sticker 5, dass sie das ermöglicht haben. Es waren ja doch ein paar Stunden, viele Fotos zu machen. Ich denke mal, es hat auch jeden Spaß gemacht. Ich sehe auch schon, dass die Kinder alle schon warten, dass wir loslegen können. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Sammeln. Natürlich beim Tauschen auch. Ich werde mal nachher auch dann mich da hinten anstellen und einiges kaufen. Ja, das war's von mir. Viel Spaß, viel Erfolg auch bei den Kindern, dass sie weitermachen, Spaß am Fußball haben, Spaß am VfR haben und immer wieder hier da sein. Danke. So, vielen Dank, dass ihr alle hier seid, mich unterstützt habt, dass ihr jetzt fleißig die Bilder kauft und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Heute exklusiv hier im Platz, in unsere eigene Klasse. Ab Dienstag dann beim Wedel. Dem hoffe ich, dass ihr auch unterstützt, weil der uns unterstützt hat. Und außerdem ist er schon super dekoriert, schaut vorbei. Das schaut echt klasse aus. Dann möchte ich mich auch ganz herzlich bei Sticker 5 bedanken, die da Mordsaufwand betrieben haben. Meiner Meinung nach, das schaut es auch echt super aus. Und deswegen vielen Dank und los geht's. Halt das mal hin, jetzt warte kurz. Ja, nee, du musst ja auch das schreiben auf dem Bild. Wie viel kostet ein Paket? 1. 1 Euro. Wie viel kostet das? 5 Euro. Kannst du dich mal kurz drehen ein bisschen? Hey, ich hab Finn gezogen, ich hab Finn gezogen. 30. Ein paar so ein bisschen ansammeln, weißt du? Hallo Jungs! Was darf sein? Ich brauche heute 3 Hefte und. Gerne! Keine Ahnung, ich nehme mal so einen 50er-Packerl. Gerne! Okay. 3 Hefte für dich. Plus ein 50er-Packer. Ja, servus, ich will keinen. Sanstan, 65 Euro bitte. Ja, 25, nee, 30. Stimmt so. Dankeschön. Aber wann ist jetzt 70? Nein. 65. Ah, dankeschön. Die Karte. Sehr freundlich. Danke. Sanst 55 bitte. Ich bleib dann für einen, oder? Jo. Guck mal, ob du den Roli findest. Ihr fliegt das ganze Zeit mal weg. Sag mir mal bitte, wenn du Schulhandel hast, dann kriegst du maximal einen. Wenn
Und Roli habt ihr euch schon? Wenn du einen Roli hast, ich hab mich schon. Das Wichtigste ist rein. Das ist wieder Kindersicherung, ja, die Verpackung. Was jetzt? Jetzt kommen wir. Max, sagst du mal der Also halt mal hoch. soweit ich weiß, Dicker Five macht noch was, wir haben einen Torwand aufgebaut und die wollen dann Torwandschießen machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es dann auch mal einen Sticker-Packerl zu gewinnen. Aber nur heute. Richtig, nur heute. Dann, es wird was geben, wer zuerst sein Album voll hat und am 20. Mai zum unserem letzten Heimspiel kommt mit einem vollen Album, nimmt an der Verlosung teil und dann kann man eben da ein Trikot der Ersten mit Unterschriften gewinnen und einen Ball mit Unterschriften gewinnen. Rewe wird auch, also das ist ja der Hauptsponsor, da sind wir sehr dankbar, der wird eine große Tauschbörse veranstalten auch. Darum, ich weiß jetzt aber... Jawohl! Nochmal ein Druck erhöht, Anne, hä? Ja, jetzt ist Anne Hecker bei uns, die Organisatorin bzw. Projektleiterin des Familienalbums oder Stickeralbum, wie man es auch nennt. Ist der Tag denn so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Also bisher bin ich sehr zufrieden. Erstmal dank Petrus. Gestern sah die Sache ja noch ganz anders aus. Von dem her schon mal sehr zufrieden und auch wie es angelaufen ist, Schlange schon seit 21:45 vor der Bude. Ich glaube, besser hätte es nicht kommen können. Heute habt ihr ja vieles geboten. Neben Spieltag natürlich auch noch Torwandschießen, dann das Sticker-Album. Ich meine, wie fühlt man sich dann, wenn man sich selber dann auch mal sieht in diesem Album? Ja, der Erste kam gleich angerannt, er hat die Anne gefunden. Das war natürlich super, das hat mir gut gefallen. Ich hoffe, ich habe mich dann auch, habe meine Packerl auch schon gekauft, aber noch nicht geöffnet und ja... Schon ein bisschen stolz und schön, wenn man dann die Kinder alle lachen sieht und das macht schon Spaß. Da du den restlichen Verkauf ansprichst, wie geht es denn jetzt genau weiter? Ab Dienstag, also Montag ist ja Feiertag, ab Dienstag gibt es dann im Rewe, in beiden Rewe-Filialen, den am Maibaum und den großen, ein bisschen außerhalb, gibt es dann die Sticker packen und Alben zu kaufen. Die haben auch schon super dekoriert, schaut toll aus. Also wenn ihr einkaufen geht, geht da einkaufen, nehmt immer ein paar Packerl mit. Ist natürlich super, sich selber mal, ja, ich zwei Milch, ein paar Semmeln und zwei Packen vom VfR bitte. Finde ich ziemlich cool. Und es wird dort auch eine große Tauschbörse geben mit einem Kickerturnier, aber da werden ja noch mehr Infos folgen. Wie fühlt man sich dann, wenn man seinen Traum verwirklicht hat? Ich glaube, mit einem breiten Grinsen dann. Also momentan ist es noch immer so, man schaut, gibt es noch irgendwas zu tun, passt irgendwas nicht. Aber ich glaube, wenn man dann mal dann drüber nachdenken wird, glaube ich, werde ich schon sehr glücklich sein. Jetzt haben wir natürlich Sticker 5 schon erwähnt dafür, und die Rewe natürlich, die uns beide sehr unterstützt haben. Aber es haben ja auch noch andere mitgewirkt. Was möchtest du denen noch mitgeben? Ja, natürlich. Also intern im Verein an alle, die mitgewirkt haben, sei es jetzt du, der Stefan Schmiedl, Vorstandschaft, die es auch überhaupt in den Stein ins Rollen gebracht haben, dass sie es genehmigt haben. Alle, die beim Fotoshooting mitgewirkt haben, die jetzt heute bei dem beim Aufbau, ich weiß nicht, es gab so viel zu tun. Also egal, alle ein großes Dankeschön. Es ist ein Vereinsprojekt und das macht eben einfach Spaß, wenn der Verein was zusammen auf die Beine stellt.